Hallihallo und willkommen zu einer neuen Folge Dark Souls 3. Hier, wir verneigen uns mal vor den Zuschauern hier, Udo und ich. Hallöchen. So, jetzt muss ich mal eben gucken. Vater des Drachen ist das hier, ne? Das ist die richtige. Ja. So, denn es ist soweit. Wir gehen dorthin, wo noch kein Mensch vor uns gewesen ist. Dorthin, wo der schwerste oder besser gesagt der härteste Boss im ganzen Spiel auf uns warten soll. Und ich habe gehört, auch noch ein ziemlich einfacher Boss auch noch. Komm, nee, da will ich nicht lang. Ich will den Weg hier, oder? Kann ich da abkürzen? Muss ich mal eben gucken. Ich habe mir ein Video angeguckt, wie ich da hinkomme, aber der hat es da den langen Weg gegangen. Ich weiß nicht, ob das hier auch noch eine Abkürzung gibt. Dorthin hin. Nee, ne, hier komme ich nur ganz runter. Ganz runter will ich eigentlich nicht. Ja, nee, hier will ich nicht hin. Obwohl, komme ich von hier aus auch wieder hoch? Nee, ne? Komme ich von hier aus hoch? Weil hier sind so viele Mistviecher, ne? Kam ich von hier aus wieder da hoch? War hier irgendwo ein Aufstieg? Nee, ne? Doch da. Geht weg. Geht weg. Geht weg. Hehe. Deppen. Mal gucken, wo ich jetzt hier lande. Bringt mir vermutlich auch gar nichts, ne? Dauert ja nur 3 Wochen, bis ich hier oben bin. Und ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Ah, doch. Ja, okay. Ich spare mir jetzt mal ein paar Zentimeterchen. Zumindest ein paar Gegner spare ich mir. Aber wir haben jetzt auch unsere coole Waffe. Oh. Das macht guten Damage. Aber richtig guten. Oh Mann. Alle One-Hit. Dann kommen ja gleich die großen. Ich habe, glaube ich, die Waffen noch gar nicht so richtig an normalen Gegnern getestet, ne? Oh ja. Der Damage ist in Ordnung. So, ich habe jetzt einiges am Weg erspart. Durch den Weg, den ich gelaufen bin. Und zwar, ja, sind wir jetzt hier. Ich glaube, das war das Richtige hier, ne? Oder? Oder nicht? Ja, doch. Das war richtig. Jetzt kommen wir in ein Gebiet. Ja, wo ich gehört habe, man kann da auch sehr gut farmen. Auch was Aufrüstungsmaterial angeht. Wir werden sehen, also um die Waffen zu verstärken und so. Ist da drüben oder was? Weil er da so hinguckt. Ich hoffe, hier gibt es ein Leuchtfeuer gleich irgendwo. Nicht, dass ich verrecke und wieder herrennen muss. Helm des gefallenen Ritters. Von Rittersport. So. Jetzt sind wir mal gespannt. Sehr gespannt. Was uns hier erwartet. Man hätte hier ja auch theoretisch schon viel früher herkommen können, ne? Na, also wie wir das geholt haben hier. Aber ich musste halt auch erstmal gucken, wie ich hierher komme. Also wo das war. Und alles. Das heißt, es könnte sein halt, dass wir auch ein bisschen OP sind jetzt. Für das, was hier an Gegnern kommt. Aber auf jeden Fall nicht für den Hauptboss. Soll halt noch ein Leih. Ah, hier ist natürlich noch kein Leuchtfeuer. Ja, okay, so einen kennen wir.
Wo ist er hin? Alter, ist der mies. Ist das eine miese Sau? Ist da noch mehr, oder? Boah, war das mies. Da hat er sich erstmal schön. Und dann kam der und, ne? Das war gemein. Kommt doch gleich irgendwas. Jetzt noch Edelstein. Hey! Können wir uns Blitz auf die Waffe packen? Und wir haben auch noch die scheiß Glut, ne? Ich brauche dringend hier ein Leuchtfeuer. Oh, ja. Ja, ist okay, Digga. Geh halt wieder. Hm, Penner. Ist hier ein Leuchtfeuer? Vielleicht? Nicht so aus, ne? Aber tot. Hallo? Kann ich nicht anklicken, oder was? Nö. Oh, hätte ich also auch hier lang gehen können. Ist einfach nur... Okay. Ist vielleicht da drin ein Leuchtfeuer? Bitte. Unglück voraus. Bewegt sich nicht, okay. Boah. Boah. Alter. Alter, hör auf. Hör auf, Fink. Ein Leuchtfeuer hier wäre sehr schön. Ich hoffe, der startet hier wieder am Anfang nicht wieder im Kerker, oder? Ach gut. Okay. Ist schon mal kein schönes Gebiet dann den Feuer-Einis. Da müsste ich vielleicht mit dem Bogen dann ran. Bei dem da auch. Einfach mal, weil es kann. Ne? Muss mal zeigen, was man kann. Manche zeigen, was sie haben. Ich zeige, was ich kann. Wenn es auch nicht viel ist. So. Aber du bist ja nicht das Problem, nicht wahr? Du da auch nicht. Ja, du bist auch kein Problem. Da hinten sind meine Probleme gleich. Gucken. Meine Seelen will ich natürlich auch wieder. Ja, guter Schuss. Wundervoll. Du bist der Held des Jahres, Buzzy. Oh Gott. Ah, gut. Der trifft mich nicht. Jo. So einfach kann es gehen. Dass wir schon mal einen da ausmerzen können. Triff doch auch mal. Ja, mein Freund. Ja. Ja, reiß immer schön die Schnauze auf, damit ich auch schön treffe. Einen noch, komm. Noch einer? Boah. So, da muss noch einer sein. Da ist ein... Boah, wie viele sind denn da? Dreht sich erstmal um. Okay. Okay. Da kommt gar nicht bisher der Schuss. Nicht? Ja. Ich treffe dich, aber du mich nicht. Denn du bist der Lauch des Jahres. Dann dürfte hoffentlich dann nur noch einer sein. Ne, mit den zwei Feuerhainis hier ist nicht zu spaßen. Weil die auch ja, eine recht hohe Schussfrequenz haben, möchte ich sagen. Hoch. Hohe Schussfrequenzen sind
dass der auch immer weiter zurückgeschossen wird, ne? Jetzt macht ihm da schon gar nichts mehr, oder was? Nicht viel. Komm. Einen nur noch. Schlecht. Der kommt auch nicht näher, ne? Der merkt, er trifft nicht. Aber näher kommt er auch nicht. Ja, komm. Nehmen wir uns erstmal ihn hier. Dann lauert ja da noch einer. Boing. Den bumpen wir auch gleich mal an. Ach, scheiße. Hat der gut geklappt. Einfach vorbeirollen und so war nicht. So, wir müssen uns hier weiter umsehen. Ein Leuchtfeuer. Wie, hier ist ein Leuchtfeuer? Willst du mich verarschen? Hier habe ich doch direkt die Heinis vor der Fresse. Was soll denn der Kack? Das ist schon ein bisschen Mobbing, möchte ich sagen. Ein Bock. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein gutes Zeichen ist. Ich vermute eher nicht. Seele eines namenlosen Soldaten. Hier ist ihm jemand gestorben. Warum kann ich keine Blutflecken berühren? Ist das Internet gerade schon wieder kacke oder was? Ach, jetzt. Wie hat der sich den angelegt? Ich gehe erstmal da hoch. Na, guck. Ach Gott. Alter. Ach nö. Ja, ist richtig. Der ist auch viel größer, ne? Okay. Das Problem ist, das Leuchtfeuer ist schon ziemlich scheiße gesetzt. Ja, da hast du ja direkt die Heinis vor der Nase hier. Oh, und hier habe ich was übersehen. Und zwar eine Glut, naja, gut. Gut, die bemerken mich nicht. Aber das da oben... Erstmal will ich meine Seelen. Da muss ich mal gucken. Wo kam denn der eine da jetzt? Ring voraus, umso mehr Blitz. Feind. Ich höre auf jeden Fall schon was laufen. Könnte aber auch da drin sein, so. Hehe. Danke. Treffen wäre nicht schlecht. Okay, du triffst halt nicht. Geht doch. Holen wir jetzt noch den da direkt. Ja. Mein Freund. Wow, Alter, macht der Damage. Wir aber auch. Oh, eine große Scherbe. Ist schon mal was Nettes. Titanbrocken ist auch was Nettes. Jetzt holen wir uns aber noch unsere anderen Seelen. Die sind nämlich auch nett. So, 23.000 Seelen. Ah, guck.
mein Freund. Hast du gedacht, oder was? Wenn wir Glück haben, fällt er runter. Nein. Aber der kommt ja auch nicht hoch, oder? So, kaputt. Ein Brocken. Ja, doch, also... Fein voraus, den haben wir schon. Aber vielleicht ist hier noch einer. Nö. Nee. Blitzklauenring. Blitzklauenring. Sehe ich gerade gar nicht. Ritterring haben wir. Ach da. Erhöht Blitzangriff für Kosten der Schaden. Ja gut. Brauche ich nicht. So, was erwartet mich da jetzt? Ich möchte es gar nicht wissen. Durchbruch. Nicht voraus tot. Also tot voraus. Durchbruch. Versuch Durchbruch. Hätte ja sein können. Oh Mann. Ach ja, wie schön. Durchbruch. Okay, vielleicht da lang. Auch nicht. Wir sind der Gegner. Oh Gott. Ich hau ab. Ich hab keinen Bock. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Alter, ich bin im Bosskampf und sterb nicht mal am Boss, oder was? Boah. Ich geh hier hin. Überall Gegner. Ja, leck mich. Hau ab! Hau ab! Boah, Alter! Ich seh nix! Diese verwichste Kamera. Alter, was ist denn hier los? Hier ist er richtig beim Pool, Himmelswillen. Okay, okay, okay. Bitte! Ich bin tot. Ja! Ich überlege, ob ich den von hier irgendwo abschießen kann. Irgendwo abschießen, das wäre vielleicht nicht schlecht. Meine schönen Seelen. Eigentlich könnte ich jetzt die da backsteppen, ne? Auf jeden Fall kann ich da jetzt einfach durchrushen. So ein bisschen. Aber ich könnte auch. Ja, aber ich glaube... Nee, geht glaube ich nicht, dass ich die jetzt hier... Einfach mal so. Tötibus mache. Das habe ich übersehen dann, ne? Da muss ich jetzt also. Das geht so nicht. Da muss ich nochmal ran. So geht das nicht. Boah. Einfach nochmal trifft, ne? So, der war ja Arschloch. Fällt aber erstmal. So. Hast du gedacht, mein Freund, ne? Groß ist die dann nicht, aber ja, also die Bosse hier geben schon. Moment. Okay. So, hier oben. Das hier. Nee. Hier war doch... Hier. Oh, Großschild eines uralten Drachen. Das schaue ich mir mal an. Zwillingsdrachen, Großschild eines uralten Drachen. Ja, ist jetzt nicht so geil. Hätte ich mir mehr erwartet. Okay. Komm, den einen da hinten in der Ecke holen wir uns auch noch, oder? Just for fun eigentlich. Ja gut, hätte ich jetzt von oben machen können wieder, aber ist egal, den knüppel ich doch wohl so weg.
Ja, komm, Digga. Ich bin schneller. Bin ich nicht. So. Loser. Aber ich gelesen habe, stimmt auf jeden Fall. Man kann hier gut sein Zeug klar machen. Ne? Weiß Bescheid. So. In der nächsten Folge gucken wir mal nach dem Drachen nochmal. Und holen uns unsere Seelen zurück. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und Udo und ich sagen dann mal wieder Tschüss, bis bald und winke, winke.